Hallo, heute wollte ich mal den nächsten Filter vorstellen, und zwar der Filter verwirbeln. Man weiß ja nicht so richtig, was man damit anfangen kann, weil das so ein bisschen vernebelt, sage ich mal. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, und zwar kann man das auf Schrift anwenden und somit einen gewissen Steineffekt oder Betoneffekt erzeugen. Und da habe ich mir gedacht, kann ich da einfach mal das auf einen Text anwenden und damit sozusagen so, ja, steinartige Schrift erzeugen. Wie man es sieht, also man könnte von Weitem wirklich denken, das sind Betonbuchstaben. Und dann habe ich mal ein bisschen mit Perspektive und Schatten und Radierer gearbeitet und habe das dann so mal hier in das Beet reingelegt. Und man denkt ja wirklich, hier liegen ja, Steinbuchstaben in dem Beet drin. Ich zeige euch jetzt natürlich mal, wie das geht. Ich habe mir erst einmal wieder so ein Urlaubsbild genommen und nehme jetzt einfach mal das Textwerkzeug. Und dann werden wir hier einfach mal einen Text schreiben. Wir können da zum Beispiel auch schreiben Steine oder so, keine Ahnung. Natürlich die Größe noch ein bisschen anpassen, je nachdem, was ihr für ein Bild habt. Ihr könnt das natürlich auch so ein bisschen sandfarbig machen, dass es ein bisschen aussieht wie Sandstein zum Beispiel, oder ein bisschen braun machen, dass es so ein bisschen aussieht wie Lehm oder irgend sowas. Ja, man kann da ruhig ein bisschen kreativ sein, sag ich mal. Ich habe mal so ein bisschen graue Farbe genommen, die eben aussieht wie, ja, wie Beton. Und ja, mehr brauchen wir gar nicht zur Vorbereitung. Jetzt gehen wir einfach mal auf den Filter, das suchen wir den nochmal. Und da ist bei Rauschen Verwirbeln drin. Jetzt gehen wir da mal drauf. Und wie wir sehen, haben wir jetzt schon so diese typische Betonoberfläche. Man kann jetzt noch ein bisschen hin und her einstellen von der Zufälligkeit her. Also man sieht, wie sehr marmoriert das sein soll. Und hier auch noch die Wiederholungen. Also ja, im Prinzip die Anordnung, das sieht man aber in dem Sinne kaum einen Unterschied. Das macht ein bisschen was hier von der Helligkeit her auch aus. Und hier könnt ihr das eben ausprobieren, wie ihr eben denkt, dass es für euch eben gut aussieht. Dann drücken wir einfach OK und schon haben wir diesen Filter angewendet. Und wenn wir mal zurückgehen, sieht das ja schön aus wie Stein oder wie Beton. So, jetzt wollen wir natürlich noch das bisschen 3D-mäßig machen. Das machen wir ganz einfach wieder mit Schatten. Hatten wir ja auch schon behandelt. Und hier müssen wir dann im Prinzip den langen Schatten nehmen, damit wir eben diesen 3D-Effekt erzeugen können. Jetzt müsst ihr natürlich schauen von der Perspektive her, wo sollen die Steine liegen. Das heißt, hier vom Winkel her müsst ihr natürlich schauen, von wo schauen wir drauf. Wir schauen ja hier von vorne drauf, also sieht man auch ein bisschen die Unterseite. Würde ich sagen, machen wir das so ungefähr. Die Länge kann man noch ein bisschen kürzen, damit das nicht so übermäßig ist. Und empfehlenswert wäre hier auch, dass wir, da das ja die Schattenseite ist, ein bisschen dunkler machen, damit wir hier dann eben auch ein bisschen den Unterschied sehen. Das heißt, wir können hier mal ein bisschen runterdrehen und drücken OK und können das jetzt hier bestätigen, wenn das für euch so passt. Und schon haben wir diesen 3D-Effekt geschaffen. Jetzt wollen wir natürlich auf diese Seite auch noch diesen Betoneffekt haben, je nachdem. Gut, es gibt auch Steine, so Waschbeton, da hat es nur oben rau, da ist an der Seite glatt. Betonsteine an und für sich sind rundrum mit der gleichen Oberfläche, müsst ihr selber wissen. Ich würde sagen, wir machen an der Seite auch noch ein bisschen diese geraute Oberfläche. Schließlich wollen wir hier unseren Filter auch mal anwenden. Dazu müsst ihr jetzt mal die ganzen Schattenseiten anwenden oder ihr geht mal auf den Zauberstab, geht ihr mal auf nach Farbe auswählen und jetzt klicken wir den Schatten an. Also diese 3D-Verlängerung und haben jetzt, dadurch wir eben eine dunklere Farbe gewählt haben, wie für die Schrift, das ist wichtig, diesen Schatten ausgewählt. Wenn bei euch jetzt alles ausgewählt wird, liegt das daran, dass ihr die gleiche Farbe habt. Dann müsst ihr das mit dem Zauberstab machen und zwar mit der Umschalttaste und dann, weil die Schattenseiten markieren, macht ja auch nicht so viel Arbeit. Und jetzt machen wir das gleiche im Prinzip nochmal.
Wir gehen wieder auf Rauschen, gehen auf Verwirbeln. Und jetzt, wie gesagt, könnt ihr schauen, ob ihr hier das vielleicht von der Wiederholung ein bisschen hochdreht, dass die Schattenseite ein bisschen dunkler noch ist, dass sich das noch ein bisschen abhebt. So, und im Prinzip sind wir jetzt mit der Steinschrift an und für sich fertig. Sieht schon mal relativ gut aus. Ihr könnt das theoretisch auch hinten irgendwo hinstellen als Dekoration. Es gibt ja auch so Schriftblöcke, die so irgendwo rumstehen als Deko vor Firmen oder so. Wir wollen das ja aber hier ein bisschen unten hinlegen, in den Sand sozusagen legen. Dazu nehmen wir mal das Perspektive-Werkzeug. Das ist hier oben in der Gruppe mit drin, wo auch das Drehen und so drin ist. Wir gehen auf Perspektive, klicken das mal an und können das jetzt hier mal nach hinten kippen. Das müsste, wie gesagt, je nach Position, je nach Winkel eben selber mal probieren, inwieweit ihr das dann kippen müsst oder auch nicht oder wollt. Ob es jetzt richtig wie reingelegt aussehen soll oder ob ihr es reinstellen wollt sozusagen. Das müsst ihr eben mal ein bisschen dann selber ausprobieren. Jetzt können wir uns das schon mal hier hinschieben, damit wir sehen, ja, also vom Winkel her passt das schon relativ gut. Wir legen das jetzt einfach mal hier rein. Ja, im Prinzip waren wir mit dem Filter sozusagen dann eigentlich durch. Wir könnten jetzt noch sagen, dass wir das noch ein bisschen realistischer machen, dass das noch ein bisschen eintaucht sozusagen. Dazu würde ich dann mal den Radierer auswählen. Noch ein bisschen ranzoomen und wie gesagt, wir nehmen uns mal den Radierer her. Muss ich immer erstmal schauen, wo der ist. Hier. Jetzt würde ich vorschlagen, dass ihr euch mal so ein bisschen so einen crunchigen Pinsel aussucht oder hier so einen Busch oder irgendwas Vernebeltes, Verwirbeltes, damit wir die Kanten ein bisschen wegnehmen können. Wie gesagt, am besten mal noch ein bisschen ranzoomen und dann mal schauen von der Deckkraft her, dass es nicht zu viel wird. Und dann hier nach und nach einfach mal ein bisschen von den Kanten hier wegnehmen, damit man eben denkt, die Steine liegen hier wirklich so ein bisschen drin, der Dreck ist ein bisschen rangefallen. So kann man das dann halbwegs realistisch machen. Macht ein kleines bisschen Arbeit. Es gibt sicherlich auch andere Wege, das zu machen, wenn wir uns zum Beispiel die Kanten auswählen würden, über Auswahl und dann Auswahl vergrößern und dann die vergrößerte Auswahl, ich sag mal, ein bisschen wegradieren, aber wie gesagt, so schlimm ist es ja jetzt nun auch wieder nicht. Wie gesagt, habt ihr lange gleichmäßige Kanten, könnt ihr auch wieder mit der Umschalttaste arbeiten, um gerade Linien eben zu erzeugen. Ich denke noch mal, jetzt haben wir hier das, was wir eben erreichen wollen, dass wir so ein bisschen dieses Verdeckte haben durch den Mulch, der hier liegt. Und dann denkt man wirklich, die Steine liegen hier tatsächlich ein bisschen versenkt drin. So, zu guter Letzt würde ich sagen, dass wir hier auch noch mal einen Schatten anwenden. Da ja hier hinten auch überall Schatten ist, damit das dann ein bisschen gleichmäßig aussieht. Dazu gehen wir einfach wieder auf Filter, Licht und Schatten. Und hier müssen wir auf lange Schatten gehen. Da müssen wir jetzt natürlich, nein, ich glaube, wir müssen einen Moment den Schlagschatten nehmen. Genau. Und damit man den besser sieht zum Einstellen, empfehle ich immer mal die Deckkraft hochzudrehen, damit man ungefähr sieht, wo man ist. Und jetzt könnt ihr am besten mal das Kennglied lösen und dann die Y-Richtung, also hoch und runter verdrehen. Ich zeige das mal so, das ist natürlich falsche Richtung. Das heißt, wir wollen dann mit dem Schatten nach unten oder nach rechts, damit das aussieht wie hier, wie bei dem Kaktus. Und natürlich noch die X-Richtung kann man auch noch nach links und rechts verschieben. Die wollen wir natürlich auch nach rechts haben. So, die Farbe dunkel und natürlich die Deckkraft ein bisschen runter, damit es nicht ganz so extrem wirkt. So, ich denke mal, das sieht doch relativ gut aus. Dann einfach auf OK und ja, ich denke mal, das sieht doch ganz gelungen aus.
Also nochmal kurz Zusammenfassung, einfach Text nehmen, dann verwirbeln, filtern nehmen, Schatten legen, als 3D-Animation sozusagen, Perspektive-Werkzeug, nochmal Schatten drunter und vorher noch ein bisschen mit dem Radierer am besten mal das wegmachen, damit man denkt, es liegt auch wirklich hier drin. Und wie gesagt, das kann man natürlich mit allen möglichen Farben nehmen. Gut, ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und Dankeschön fürs Zuschauen.